Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Seva und heute habe ich für euch ein Überraschungspaket von der lieben Monika. Wenn ihr wissen wollt, was sich hier drin Tolles befindet, dann bleibt dran. Also meine Lieben, ja, die liebe Monika, wir haben uns auf Instagram kennengelernt und seitdem schreiben wir eigentlich fast täglich und sie hat mir gestern ein Paket geschickt. Also es kam gestern an. Und zum Geburtstag und noch was für meine Tochter und da müssen wir mal schauen. Das andere, was ich nicht aufmachen darf, das zeige ich euch dann auf Instagram, was da drin ist. Deshalb folgt mir auch sehr gerne, da heiße ich genauso wie hier, Sevas with Beauty. Schreibe ich euch aber alles in die Infobox rein. Da könnt ihr mal reinschauen und würde mich sehr freuen. Und ja, sie hat mir noch zwei Briefe geschrieben, einmal die Weihnachtspost und einmal fürs Geburtstagskind, denn ich hatte ja am 10.12. Geburtstag und da sind Geschenke drin, schauen wir mal, richtig, richtig gut eingepackt, also das ist schon mal der erste Blick in die Box und wir schauen jetzt einfach mal rein, steht da was drauf, ich gucke jetzt mal, für die liebe Seva, also das ist alles für mich. Ja, was haben wir denn hier als allererstes? Oh, cool. Ehrlich? Da haben wir von River Loves Me diese Frosty Poem Eyeshadow Palette. Das ist ja cool. Ey, das ist ja voll cool. Das habe ich mir fast bestellen, aber ich habe es dann nicht gemacht, weil ich gedacht habe, nee, hast ja genug. Aber ich finde die voll schön. Schaut euch mal diese Farben an. Das ist ja voll schön. Oh, danke. Da freue ich mich sehr. Ja, mega. Toll. Spiegelt jetzt halt so ein bisschen, aber die Farben sind echt schön. Oh, das ist toll. Ah, jetzt habe ich die. Ich freue mich, jetzt habe ich die. Ja, sehr schön. Stell's mal dahin. So, was haben wir denn noch hier drin? Da haben wir noch was eingepackt. Und zwar hier eingepackt, und zwar von Bulldog Hautpflege für Männer, Original Feuchtigkeitscreme. Ich bin zwar kein Mann, aber ich habe einen Mann, von daher kann ich das auf jeden Fall weitergeben. Ja, riecht auch nicht schlecht, also da findet sich auf jeden Fall Verwendung dafür. Dann habe ich hier was drin, das ist cool, und zwar Wachsgießen. Das macht man meistens an Silvester. Ist auch sehr schön. Das haben wir eigentlich immer gemacht. Das ist so ein bisschen Tradition. Da kommt halt, tut man zum Beispiel eine Kerze anzünden, dann tut man da, sucht man sich ein Symbol aus, tut es da rein und dann tut man das schmelzen und dann schüttelt man das in ein kaltes Wasser rein, in ein Glas oder so. Und dann muss man lesen, was da hinten drauf stehen dann solche Sachen wie zum Beispiel Adler, Ananas, Auto, Apfel, Kleeblatt, alles Mögliche. Und da kann man dann gucken, was es bedeutet, ne? Genau, das ist cool, da freue ich mich. Sehr schön, das kann man auf jeden Fall gebrauchen. Dann habe ich hier noch was, und zwar von Madara Peel. Creamy Clay AHA Peel Mask. Okay, eine Maske von Madara. Die riecht gut. 3 bis 10 Minuten lässt man drauf, das ist sehr gut, weil die kann man dann benutzen, wenn man 17 ml sind da drin übrigens, wenn man zum Beispiel Zähne putzt, ja, kann man die zum Beispiel dann einfach drauf machen, aufs Gesicht einwirken lassen und spült man sie einfach ab und das kriegt man auch schnell leer, das ist sehr schön, da freue ich mich auch sehr. Ja, dann haben wir noch zwei Sachen drin. Dann ist die Tüte leer, aber die Tüte ist auch voll schön. Schaut mal, da ist so ein schöner Nikolaus drauf, ein Tannenbaum, ist auch sehr schön und eine Eule, die ist sehr schön, die kann man auf jeden Fall wiederverwenden. Da haben wir einmal plastikfreies Kaugummi, vegan Chew Gum mit Minze, auch sehr schön, kann man auch immer gebrauchen. Und dann haben wir hier noch, da stand ja sogar noch was drauf. Ah, es ist für meinen Mann. Okay, also ganz kurz bei dieser Creme hier, da stand hier noch was drauf. Und zwar, vielleicht mag es dein Mann. Von Lola für Mariano. Aber er nimmt nichts mehr fürs Gesicht. Okay, ja, deswegen ist es für meinen Mann. Okay, und dann haben wir von Balea DM eine Haarmaske.
The Most Wonderful Time, nährende Pflege mit Antistatik-Effekt für wintergestresstes Haar mit winterlichen Blumenduft. Ja, auch sehr cool. Haarmasken brauche ich immer, finde ich voll schön. Ja, kann ich auf jeden Fall austesten. Für wintergestresstes Haar, nicht wahr? Ja, es fällt um, aber das macht nichts. Da kommt nämlich noch mehr. Ja, das hier ist für meine Tochter. Also das lasse ich mal noch zu. Das muss ich nachher selber aufmachen. Das seht ihr dann auf Instagram. Da haben wir einmal von Castone Lago Mini Roll Waffles mit Kokosnuss. Oh, lecker. Das sieht ja mal sehr lecker aus. Ja, sehr schön. Da freue ich mich sehr. Ich mag ja Sachen mit Kokos. Das freut mich auf jeden Fall. Das kann ich dann ausprobieren. Das ist sehr lecker. Oh Leute, da sind so viele Sachen drin. Dann hat sie mir hier noch Tee rein. Oh, das riecht auch sehr lecker. Süßer Bratapfel von Teekanne. Das ist hier so ein Beutel. Ja, hat sie mir 1, 2, 3, 4, 5, 6 Beutel rein. Also es ist immer der gleiche, aber das ist sehr schön. Kann man auf jeden Fall schön trinken. Finde ich gut. Finde ich klasse. Gefällt mir. Tee kann ich immer gut gebrauchen. Und jetzt gerade in der Winterzeit sowieso. Ja, was haben wir denn noch hier drin? Dann haben wir hier von Krüger Matcha Latte Kokos. Ein Kaffee wahrscheinlich. Ist es ein Cappuccino oder sowas? Okay, eine Instant-Zubereitung für Teegetränk mit Matcha, grünem Tee und Milchanteil. Atomarisiert mit Kokosgeschmack. Okay, das muss man dann in 150 Milliliter heißes kochendes Wasser gießen und umrühren. Okay, zeigt euch das mal. Vielleicht sieht man das, aber das spiegelt bestimmt. Ja, sehr schön. Ja, das kann ich auf jeden Fall probieren. Da freue ich mich. Dann, was haben wir hier denn noch? Hier ist so viel drin, Leute. Da ist ja, aber dass das alles da reingepasst hat. Da ist nochmal so ein Kaffee-Dingens. Dann von Kiko. Das ist ja auch schön. Smart von Kiko Milano. Smart Color Eyeshadow Ombre. Okay, Ombre. Lassen wir es dabei. Das ist bestimmt... Ah ja, Eyeshadow ist bestimmt ein Lidschatten, wollte ich schon sagen. Ja, ein Eyeshadow ist auch ein Lidschatten, ne? Was soll es ein anderes sein? Geht es auf? Ja. Eine sehr schöne Farbe auf jeden Fall. Gefällt mir sehr gut. So geht es ein bisschen ins Bräunliche. Ja, sehr schön. Kiko habe ich noch nichts. Leg das mal hier oben hin. Mach mal den Hasen hier runter. Genau, dass man da auch noch ein bisschen was sieht. Dann habe ich von Phytomer eine Probe und zwar mit 5 ml Creme SOS Nutritional. Okay, das ist dieses hier. Weiß nicht, ob man das hier sieht. Spiegelt halt alles so ein bisschen. Ja, auf jeden Fall sehr schön. Kenne ich auch noch nicht, kann man probieren auf jeden Fall. Dann habe ich hier ein großes Päckchen. Schaut mal, das ist ja auch schön verpackt. Oh, ich sehe da schon was ganz Tolles. Und zwar von Schäbens Glam & Shine Augenpads. Die kenne ich auch noch nicht. Die sind nämlich so mit so Silberglitzer. Schaut mal, die sind echt schön. Ja, die sind toll. Sehr schön. Augenpads brauche ich immer. Dann von Isana. Intensive Feuchtigkeit mit Hyaluron, Mandel und Kirschöl extra. Mit Öl, Mandelöl und Kirschextrakt. Eine Gesichtsmaske von Isana. Eine Tuchmaske finde ich mega. Ich mag ja auch Kirsch, ne? Finde ich klasse. Riecht man aber nichts durch, finde ich auch gut. Dann von Isana Tuchmaske Melone und Vitamine, vitalisiert. Für einen vitalisierten Teint, intensive Feuchtigkeit für jeden Hautdruck, finde ich auch klasse. Ja, ist auch sehr schön, ist auch eine Tuchmaske, weil ich komme ja nicht so zum Rossmann, deswegen freue ich mich immer über Sachen vom Rossmann. Dann von Isana eine Tuchmaske Let It Snow, limitierte Edition, intensive Feuchtigkeitsspende, Granatapfelextrakt. Und Hyaluron, auch sehr schön. Ja, das, der ist auch dann auf der Maske anscheinend dieser Hund dann da abgebildet. Ist auch sehr schön. Und dann noch Cold Brew Brie Rosemary Balancing Scalp Pack. Was ist das? Rated Green. Was bist du denn? After Shampooning. Okay, nach dem Shampoonieren muss man es 5 Minuten einwirken lassen und dann ausspülen. Ich denke mal, das ist sowas wie eine Art Haarmaske. Ja, denke ich mal. Also da steht zumindest
sonst nichts drauf. Ja, finde ich sehr gut. Ist auch anscheinend was Koreanisches. Finde ich gut. Da muss ich nochmal nachfragen. Genau, ich denke, das ist eine Haarmaske. 5 Minuten klingt interessant. Sehr schön. Kenne ich auch noch nicht. Das stellen wir alles mal, Lego oder Levi legen es mal dahin. Dann haben wir ganz viele Sachen, die noch eingepackt sind. Aber ich hole jetzt erstmal das raus, was nicht eingepackt ist. Da war noch so ein Säckchen. Ich denke mal, dass da auch noch was drin war. Aber das ist wahrscheinlich hier alles rausgefallen, leider. Ja, da haben wir von Yves Rocher Pure Alk ein Cleansing Gel mit 30 Millilitern. Auch sehr schön. Ja, sehr, sehr schön auf jeden Fall. Da freue ich mich. Yves Rocher ist auch eine sehr, sehr schöne, tolle Marke. Dann haben wir einmal Naschi, einmal ein paar Gummibärchen von Haribo, dann einmal so ein paar Mini-Elisen, feine Nürnberger Mischung mit 25% Ölsamen. Also das ist von Nürnberger. Das sind, glaube ich, solche Lebkuchen. Ja, auch sehr schön. Sehr schön. Esse ich sehr, sehr gerne. Ja. Und dann haben wir hier noch... Das war, glaube ich, in der My Little Box von Rouge Français oder so. Das habe ich auch nicht genau gewusst, was das sein soll. Und zwar ist das eine Wimpernpflege. Das haben wir dann rausgefunden. Also kein Serum, sondern eine Pflege. Und da bin ich auch mal gespannt, wie das funktioniert. Das muss ich auch noch austesten. Das habe ich noch nicht probiert. Da bin ich mal gespannt. Jetzt geht es weiter mit den ganzen Geschenken. Ah, hier ist noch so ein Kaffee. Dingens drin von Krüger. Also mal, was hast du da alles reingepackt? Das ist ja voll. Ja, da haben wir hier das erste Geschenk mit dem Nikolaus. Packen wir mal auf. Ja, sehr schön. Sehr schön. Da ist ganz viel drin. Was hatten die da alles rein? Sag mal. Wow, 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 wow. Wow, wow, wow. Einmal von Melvita Argan Bio Active Creme Lift. Lift ist immer gut. Ja, von Melvita ist das eine Tagescreme. Die war, glaube ich, auch in irgendeinem Kalender drin. Die habe ich nämlich auch. Also finde ich sehr schön. Dann einmal von Yves Rocher Wonderful Shea. Oh, eine Shea, eine Creme mit Shea-Butter. Repair Body Lotion 30 Milliliter ist auch sehr schön. Ja, finde ich gut. Gefällt mir sehr gut. Mag ich. Mag ich gerne leiden. Dann von Shea Naturals Bio Shea Butter mit Bio Kakao. Ist auch vegan. Ist eine Handcreme mit 30 ml. Ja, ist auch sehr schön. Finde ich auch gut. Ja, finde ich gut. Kenne ich noch nicht. Finde ich klasse. Kann ich ausprobieren. Stell es mal dahin. Da ist nämlich kein Platz mehr. Dann geht's weiter. Was ist hier? Oh, von Payot oder Payot. Hatte ich ja den Adventskalender auch geöffnet. Schaut gerne mal auf meinem Profil, also hier auf YouTube. Da habe ich den kompletten Adventskalender aufgemacht. Da habe ich hier so Proben. Einmal eine SAS-Pflege gegen Unreinheiten und einmal klärendes, austrocknende SAS-Pflege. Also das ist eine Pflege gegen Unreinheiten und das ist die andere SAS-Pflege. Okay. Auch was wieder. Sehr schön. Hoppala. Ja, dann haben wir hier noch was zum Auspacken. Leute, es hört nicht auf, gell? Es geht noch weiter. Und zwar, wow, also du bist ja echt der Wahnsinn. Also jetzt, Monika, von Manu Wills Diamond Glow. Was ist das denn? 15 Gramm. Ich hab's kaputt gemacht. Was ist das? Diamond Glow. Sieht so aus und hier ist so ein Dingens mit so einer Pipette dran. Luxuriöses Glitzerpuder mit Retro-Design-Flakon mit der mikrofeine rosafarbene Glitzerpuder setzt raffinierte Effekte auf Dekolleté und Haaren. Je nach Lichteinfall schimmert der Puder verführerisch wie 1000 kleine Diamanten. Der edle Flakon im nostalgischen Design ist ein Schmuckstück für jedes Badezimmer. Anwendung mit der Flakonpumpe ist ein präzises Dosieren möglich. Setzen Sie nach Belieben sinnliche Akzente auf Gesicht und wow, das ist ja cool. Also das ist ein Puder. Ich mache das jetzt aber mal nicht, lass mal noch zu. Da kann man sich dann extra so ein bisschen Glow
auf die Haare und auf den Körper machen. Das ist ja cool. Also das ist echt mal so eine abgespacede Verpackung. Das ist ja klasse. Mega. Das ist ja cool. Wow. Sowas hatte ich auch noch nicht. Ich muss mal gerade gucken, dass ich das wieder da richtig reinmache. Das ist ja, von Manuels ist nicht günstig, ne? Manuels ist echt nicht günstig. So, dann haben wir natürlich hier noch mehr. Und zwar einmal hier ein Päckchen. Oh, von NYX Aquabelle. Ein Micro-Exfoliating Puffering Gel Daily Use für jeden Tag. Also das ist wahrscheinlich so ein Serum, würde ich mal sagen, oder? Serum, ja, Eliminate Serum. Also wahrscheinlich ist es einfach ein, ja, es ist ein Serum mit 15 ml von NYX, finde ich sehr gut. Kenne ich auch noch nicht, finde ich klasse. Ich mag ja von NYX das Very Rose sehr, sehr gerne, weil es einfach ein tolles Abschminkprodukt ist. Dann haben wir hier was, Nummer 2 steht drauf, ich glaube, das ist vom Assam Beauty Adventskalender. Ist ja auch mega. Assam Beauty Magic Finish, ein Glow Serum mit 7 ml. Also Monika, du bist ja echt verrückt, gell? Also, ich weiß nicht, ob man das sieht, weil das spiegelt hier so ein bisschen. Aber es ist ein Serum. Mega, mega. Weiß, wir haben hier gar keinen Platz mehr. Aber das ist ja echt der Wahnsinn. Dann haben wir hier noch was eingepackt. Das hört gar nicht auf. Wie viel habe ich schon? 16 Minuten? Okay. Geht noch ein bisschen. Ja, da habe ich einmal von Balea eine Augenpflege. The Most Wonderful Time spendet Feuchtigkeit mit Vitamin E. Das ist auch sehr schön. Mit 10 Millilitern kann man auf jeden Fall ausprobieren. Finde ich klasse. Ich glaube, das ist aus dem jetzigen Balea Adventskalender. Finde ich gut. Riecht auch gut. Man riecht es noch nicht so viel durch, nur ein bisschen was. Aber Augenpflege geht immer in so kleine. Bringt man auch dann ein bisschen schneller leer. Das reicht fast für fast 14 Tage, würde ich sagen. Also eine Woche auf jeden Fall. Dann haben wir hier noch ein Bonbon mit so schönem Geschenkpapier. Machen wir jetzt auch mal auf. Klasse, also ich komme gar nicht. Da ist so viel Zeug drin. Wie sind es gestern schon aufgerissen? Oh, cool. Das riecht so gut. Blumikaktus von Bilou, cremiger Duschschaum. Leute, das ist so cool. Da gab es mal ein Duschgel in irgendeiner Box drin. Und das riecht. Oh, ich liebe Bilou. Das riecht so süß. Aber lecker, das riecht einfach klasse. Jetzt freue ich mich, dass ich das habe als Duschschaum. Mega, vielen, vielen Dank. Da freue ich mich jetzt echt, das finde ich richtig klasse. Ich liebe diesen Duft. Das Duschgel gab es leider dann nicht mehr beim DM. Dann haben wir hier noch so ein Paket. Revolution Sensitive Exit Peel Daily Peeling. 30 ml. Leute. Das ist der Hammer. Monika, was hast du mir da alles reingepackt? So viel zu viel. Das ist doch echt viel zu viel. Wow. Also, das ist hier ein Peeling. Hallo, Fokus. Ja, es ist ein Peeling von Revolution. Finde ich klasse. Ich mag Revolution. Ich finde es toll. Also, richtig, richtig schön. Finde ich klasse. Ich muss es nur wieder reinkriegen. Jetzt habe ich natürlich hier was gemacht, kriege ich es nicht mehr rein. Habe ich jetzt was falsch gemacht? Achso, ja, es sollte vielleicht so rum rein. Ich habe es falsch rum aufgemacht, dass ich es rauskriege, ne? Ja, so. Ich mache es später. Ich kriege es jetzt gerade nicht mehr zu. Ich muss gucken. Da haben wir Wahnsinn. Wahnsinn, ne? Die letzten vier. Ich gucke aber nochmal, ob noch was drin ist. Nein, da ist nämlich nichts mehr drin. Also, hier kommt das nächste. Was haben wir da? Von Manhattan. Wonder Swipe 2 in 1, 2 in 1 Liner to Shadow. Okay. Was ist das? Liner to Shadow? Ah, das ist wahrscheinlich so ein. Wahrscheinlich so ein. Was ist das? Lidschatten oder was? Guck mal. Sieht man das? Ja, scheint ein Lidschatten zu sein oder ein Eyeliner oder sowas. Weiß ich jetzt gerade nicht genau, aber zumindest mal hat es ja auch so ein dünnes Pinselchen. Schütteln soll man das. Finde ich interessant. Ja, kann man benutzen. Vielleicht so als Eyeliner. Ist ein Liner. Steht ja drauf, Liner to Shadow. Also ein Eyeliner zum Lidschatten. Wenn man lesen kann, ne?
Dann haben wir hier noch ein großes, schweres Geschenk. Das ist ja der Wahnsinn. Der ganze Karton war voll. Leute, das gibt's nicht. Ach, was ist da drin? Von Isana eine Cremedusche mit, muss ich dran riechen, mit Kokos und Vanille. Mit zartem Kokosduft und Vanilleduft. Sofortige Pflege auch von Rossmann. Finde ich klasse. Sie weiß übrigens, dass ich Kokos mag. Deswegen oh, riecht das gut. Und mal gucken, wie es beim Duschen riecht. Aber da ich auch nicht so zum Rossmann komme, hat sie mir jetzt halt viele Sachen vom Rossmann rein. Da freue ich mich sehr drüber. Ja, mit Kokos. Ich mag Kokos sehr, sehr gerne. Und deswegen freue ich mich. Ich habe gar keinen Platz mehr, das alles dahin zu stellen. Ja, dann kommt dieses kleine Produkt hier noch. Was bist du denn? Achtung. Von NYX Lip Loving Balm. Okay, wahrscheinlich ein Lippenbalsam. Das sieht so aus. Von NYX. Machen wir nochmal kurz zu. Ist dieses hier? Ja, ein Lippenbalsam. Ist so rot. Okay, das ist auch interessant. Kann man jetzt auch gebrauchen in der Winterzeit. Da ist so Kussmünder drauf. Finde ich auch voll schön. Ich habe gar keinen Platz mehr hier. Und jetzt kommen wir zum letzten. Ist der Karton leer. Das war sehr schön. Dann haben wir, jetzt habe ich es dreimal. Und zwar, aber ich freue mich, weil einmal habe ich es hergegeben, einmal habe ich es wieder bekommen von der lieben Cindy. Jetzt habe ich es nochmal von der Monika und zwar von der Body Shop. Das war, glaube ich, in der Manilbox drin. Himalaya Charcoal Nachtpeeling. Das ist eigentlich schon ein schönes Produkt. Das ist sehr, sehr schön. Freue ich mich auch drüber, dass ich das nochmal habe. Und ja, das Flasche sieht so aus. Auch sehr, sehr schön. Und da freue ich mich. Ja, weil was ich nicht brauche, kann ich auch weitergeben. Das hat sie ja auch gesagt. Aber einiges wird auf jeden Fall bei mir bleiben. Und ja. Also meine liebe Monika, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich freue mich riesig über diese vielen tollen Sachen und ich habe viele nette Menschen über Instagram kennengelernt, darüber bin ich sehr dankbar, hätte ich niemals gedacht vor ein paar Jahren, wer weiß, was in ein paar Jahren passiert, das weiß keiner von uns und du bist echt der Wahnsinn, also was du mir da alles reingepackt hast, Leute, da muss ich erstmal drauf klarkommen, also das ist echt der Hammer, wirklich. Ja, meine Lieben, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, wenn dem so ist, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr möchtet, könnt ihr auch gerne einen lieben, netten Kommentar schreiben, wie ihr diese Überraschungsbox fandet. Folgt mir auch sehr gerne auf Instagram, wie gesagt, denn da seht ihr dann, was hier drin ist. Das muss ich noch auch, muss mein Kind dann auspacken. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir sehr gerne einen Daumen nach oben, würde mich sehr, sehr freuen. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dann. Tschüssi.